Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Dark Souls Remastered. Und liebe Freunde, auch wenn ich den Gag wahrscheinlich schon gefühlt 100 Mal gemacht habe, ich kann einfach nicht widerstehen und ich kann euch einfach mal sagen, was der gute Walter sich hier gerade nämlich denkt, nämlich, man, I should buy a boat. Und nach diesem furchtbar schlimmen Gag, würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Und zwar im Text. Und dieser Text beinhaltet eine kurze Diskussion über den wohl ominösesten Schädel in der Geschichte der Souls-Reihe. Diesen Schädel. Es gibt kein Wesen, weder in den Artworks noch im Spiel selbst, das diesem Schädel in irgendeiner Form ähnelt. Sozusagen. Also wo man sagen könnte, dieser Schädel hat einem Wesen gehört. Ich glaube, ich kann euch nicht mal verraten, was das für ein Schädel sein soll, weil er sieht sehr menschlich aus, auf der einen Seite, aber mit seinen ganzen Fangzähnen hier und seinen Hörnchen da oben, sieht er schon sehr dämonisch aus. Am Ende des Tages, man weiß es nicht. Es ist ein großes Mysterium, das bis heute ungeklärt ist. Und ich habe auch keine valide Theorie dafür, weil hier unten gab es nur die uralten Drachen, ne? Und dann eben den Kampf zwischen den uralten Drachen und den alten Fürsten. Also den Urfürsten sozusagen. Also Gwyn, Nito, Hexe von Izalith und Sif. Und der gute Gwyn hatte nur seine Ritter am Start. Die gute Hexe von Izalith hatte da noch nicht ihre Dämonen, weil sie da noch nicht versucht hatte, die zweite Flamme zu kopieren mit ihrer Seele, irgendwie so. Das heißt, ein Dämonenschädel kann es auch nicht sein. Und der gute Nito war sowieso nur der gute Nito. Der war, I'm a dead guy, made of the corpses of 1000 dead guys. Das ist der gute Nito. Der hatte nicht irgendwie schon seine Skelettarmee am Start. Auch nicht nur ein großes Skelett, hat er auch nicht am Start gehabt. Weil, ich meine, das Ding ist fast so groß wie Nito. Ne? Also der Schädel alleine. Das heißt, wie groß war das Ding dann erst? Also, muss schon sehr groß gewesen sein. Also wie gesagt, keine Ahnung. Viele sagen immer, ja, das könnte Drachenschädel sein. Sag ich, ja, aber habt ihr euch mal die Drachen angeguckt in den Cutscenes? Also, so wie sehen die nicht aus. Also, die sehen eher schon aus wie der Typ, den wir da hinten hatten. Ne? Der hässliche Fore. Und, es ist einfach ein großes Mysterium. Auch im Remastered wird es nicht geklärt. Schade. Egal, liebe Freunde. Ich habe ja zwischen den Teilen, vielleicht habe ich das entweder hier jetzt eingespielt oder schon im letzten Teil irgendwie noch drangehangen, habe ich euch ja gezeigt, ich habe noch die verstärkte Zauberbarriere geholt. Das meine Nemesis im letzten Teil, ja, neben der Hydra. Aber die Hydra habe ich besiegt und das Item am Ende auch. Also man kann seine schlimmsten Gegner besiegen, liebe Kinder, merkt euch das. So, ein schlimmer Gegner ist auch diese Wurzel hier, über die der gute Walter nicht drüber steigen kann. Aber egal. Wir haben jeden unserer Gegner haben wir bisher bezwungen. Und so wird es auch mit den Wurzeln sein. Und vor allen Dingen auch mit dieser riesigen Wurzel, wenn man so will, diesem Baum. Denn den werden wir jetzt wieder empor erklimmen, voranzukommen. Denn, habe ich euch ja gar nicht erzählt, ich habe zwischen den Teilen, nicht zwischen diesen beiden Teilen, sondern zwischen dem letzten und dem vorletzten Teil, habe ich alle Items eingesammelt in der großen Leere, in dem Baum hier. Und ich habe sogar, ich glaube, ein oder zwei Crystal Lizards geholt. Insgesamt, nur für euch, ich habe die nie gefunden. Gebe ich ganz unumwunden zu. Es gibt da Videos, könnt ihr euch angucken, wie man da hinkommt. Ich hatte A, nicht die Zeit und B, auch nicht die Muße, sie alle zu suchen. Aber ich glaube, da sind so rund 10 Crystal Lizards sind in diesem Baum drin. Also hier. Und ich glaube, drei davon droppen sogar Titanitschollen. Also wenn man unbedingt Titanitschollen haben will, geht in die große Leere und versucht die Crystal Lizards, die Kristalleidechsen euch zu holen. Also dann kommt man eigentlich ganz gut klar damit. Apropos gut klarkommen, ich hoffe, ich komme jetzt gut klar damit, dass wir jetzt hier, weil wir müssen ja an den Kollegen jetzt hier vorbei, ja, an denen hier. Schönen guten Tag. Und ihre Kinder von den großen Pilzen, die versuchen mich ja auch aufzuhalten. Hier nämlich, die Kollegen, die versuchen mich aufzuhalten. Ich guck mal, wie viel Schaden ich mache. Okay, nicht sehr viel. Weil die rennen mir nämlich hinterher, aber ich kann sie ja auch zum Glück, glaube ich, backstabben, die Kollegen. Sag mal, au!
Kann ich dich? Ich konnte dich doch mal backstabben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich dich backstabben kann, du kleiner Wicht, du. Ich wollte gerade sagen. Bin mir doch hundertprozentig sicher, dass ich euch backstabben kann. Nein! Hör auf! Du böser kleiner Wicht! Hingefallen bist du. Was hast du jetzt davon? Jetzt habe ich deine Brüder, die Leichen deiner Brüder und Schwestern habe ich runter. Was hast du jetzt davon? Das hast du jetzt davon! Weil du mich angegriffen hast. Der Große bleibt noch stehen, ja? Den interessiert sich dafür nicht. Ach ja, das ist das Kind, das ich am wenigsten gemocht habe. Das kann er ruhig töten, der auserwählte Untote. So, jetzt kommen aber noch zwei Nasen. Nein, 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 so haben wir nicht gewettet. Ihr kommt mir nicht hinterher. Nein, 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 so haben wir nicht gewettet. Siehst du, es sind nämlich noch mehr hier. Sind nämlich noch mehr. Noch mehr solche Nasen sind hier. Ich würde die gerne mal irgendwo runterstoßen. Kann ich dich nicht irgendwo runterstoßen? Dafür ist nämlich das Breitschwert ganz gut hier. So kann man nämlich die Kollegen ganz schnell ausschalten, weil die sind natürlich, dadurch, dass sie nicht runterfallen, dadurch, dass sie natürlich organisch sind, also quasi aus süßem Pilzfleisch bestehen, kann man sie natürlich relativ leicht mit Hiebwaffen töten. So, jetzt häng mir nicht. Nein, ich möchte keine anhängliche Beziehung mit dir. So, also ich müsste rein theoretisch alle Items geholt haben, die es hier so zu holen gibt. Das sind ja größtenteils nur weiße, blaue und rote Brocken gewesen. Aber wie gesagt, die Crystal Lizards habe ich nicht alle geholt. Wie gesagt, ich glaube 3 oder 4 habe ich geholt. Die haben auch ein bisschen Funkeltinit gedroppt und große Scherben, aber eben keine, ich habe sie nicht dazu bekommen, also ich habe nicht die getötet, die Titanitbrocken fallen lassen. Das habe ich leider nicht hinbekommen. So, ich habe 10 Soft Humanity, das bedeutet rein theoretisch, ich sollte... Fall runter. Dankeschön. Nein. Fall runter. So, ihr Nasen. Ich habe 10 Soft Humanity. Das bedeutet, ich sollte rein theoretisch relativ gut gewappnet sein gegen ihren ganzen Fluch. Weil damit erhöht man ja seine Fluchresistenz. Je mehr Menschlichkeit man hat, desto weniger wird man vom Fluch vereinnahmt. Das ergibt Sinn innerhalb der Lore, hat sich Miyazaki sehr gut ausgedacht. So, wo ist hier die... Hier war doch irgendwo... Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist denn jetzt hier die Leiter? Ihr könnt mich mal alle... Ich nehme die Leiter nach oben. Ihr könnt eh keine Leitern klettern, weil ihr keine Hände habt. Ihr habt keine Hände, deshalb könnt ihr keine Leitern klettern. Keine Hände, keine Leitern. Das ist der... Das ist die Grundregel in der Souls-Welt. Ja. Aber es gibt auch andere Wesen, die Hände haben, die auch keine Leitern klettern können. Von daher... Ist das, glaube ich, kein Ausschlusskriterium. Egal. So, wir gehen weiter nach oben. Ich weiß gar nicht, habt ihr den... Ich glaube, ich habe den in meinem ersten Playthrough, habe ich den Weg nach oben auch schon mal euch gezeigt. Oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, wenn ich richtig informiert bin. Also man kann den Weg wieder... Weil es ist ja kein Weg, der irgendwie... einem irgendwie versperrt ist, sondern ganz im Gegenteil. Außer man hängt in der... Ach, wie war denn das? Also, man kommt hier wieder hoch. Seid euch da gewiss. Ich glaube, wie war das? Ach so, man muss, ich glaube, ein ganz... Also, ich meine hier, From Software, ne? Also, ich bitte euch. Ich bitte euch, From Software. Was ist denn das? Ich glaube, man muss hier einen ganz gefährlichen Move machen. Genau, den hier. Wer soll darauf kommen? Es ist... Ganz tolles Remaster. Also, das war auch im Hauptspiel schon so. Von daher... Möchte ich da gar nicht das Remaster in irgendeiner Weise kränken. Ja, oder kritisieren. Das war schon im Hauptspiel so. Aber ich meine, im Remaster hätte man das ja fixen können. Das ist aber nur meine Meinung. Das ist nur ihre Meinung. So. Nee, da müssen wir wieder nicht hin. Wir müssen... Ah! Schönen guten Tag, junger Mann. Was kann ich für Sie tun? Nein, nein, nein. Nein, habe ich gesagt. Kommen Sie auch von allen Seiten angesprungen. Schweine sind ja zum Glück nur 3. Sind ja zum Glück nur 3 Nasen. Ja, komm her. Genau, hier, du kannst dich aufblähen, wie du willst. Und wie sie durch die Gegend springen. Wie junge Elfen. Wie hässliche, mit riesigen Augen, also falschen Augen, behängte Elfen. So, rein theoretisch. Ja, genau. So. So ging's weiter. Und dann geht's weiter nach oben. Und dann haben wir es schon wieder geschafft. So mal raus aus der großen Leere. Also ich glaube zumindest. Ja, genau. Hier geht's noch lang.
Und dann sind wir schon wieder raus, dann setzen wir uns oben ins Leuchtfeuer, nur für den Fall der Fälle, dass ich jetzt in Schandstadt sterbe, dass ich diesen Weg nochmal gehen muss. Das wäre natürlich auch extrem dumm, wenn mir das passieren würde. Aber da oben sind wir schon beim Leuchtfeuer. Ja, du bist schon wieder weg, ich weiß. Ich weiß nicht, wie man den kriegen soll. Ich glaube, da braucht man den Ring des Nebels, damit man die nicht auf sich aufmerksam macht. Habe ich ja, glaube ich, sogar. Hätte ich benutzen können. Habe ich nicht. Doof. Egal. So, Ausrüstung reparieren. Und schon sind wir wieder in Schandstadt und alles ist tutti-frutti. Ich hoffe natürlich, alles ist tutti-frutti mit einem guten Shiva immer noch. Ne? Nicht, dass die mir jetzt böse sind, weil ich mal kurz aus dem Eid ausgetreten bin. Vor allen Dingen, wie kriegen die das mit? Ganz ehrlich, wie kriegen die das mit? Dass ich mal kurz, oh, ich vernehme, da ist jemand aus unserem Eid ausgetreten. Haben die überall, habe ich irgendwie so ein Spionagegerät im Kopf gehabt, irgendwie so ein Tracker, haben die mir so einen Chip eingepflanzt, als ich dabei getreten bin, hat das die Alvina gemacht? Ist das, was man immer sieht, wenn man immer diese Animation sieht, wenn dieses Licht da kommt in die Hände, kriegt man da so einen Chip eingepflanzt? Du bist jetzt bei den Waldjägern. Hier ist dein Chip. Wie funktioniert das? Wir gucken mal. Am Ende ist Shiva auf uns richtig sauer. Und dann müssen wir uns die Sachen, die wir von uns eben noch holen können, dann im nächsten Playthrough dann kaufen. Dann müssen wir ihn jetzt halt umbringen. Nein. So. Nein. Aus. Aus. Aus, habe ich gesagt. So. Könnt ihr bitte was fallen lassen? Das wäre sehr schön. Müssen wir was fallen lassen? Grüne Scherben zum Beispiel. Ich muss meinen Claymore noch weiter aufpowern. Achso, ich bin ja wieder vergiftet. Ah, ich habe den Ring nicht an. Ah, es geht alles gegen einen. So, wo sind jetzt hier meine lila Moosklumpen? Sehr gut. Und ich muss den anderen Ring anziehen. Und zwar den. So, gehen wir mal, gucken wir mal, ob Shiva sauer auf mich ist. Weil hier unten farmen, das kann ich dann später immer noch. Das mache ich zwischen den Teilen wieder. Gucken wir mal, ob Shiva sauer auf mich ist. So, erstmal, wo wir schon vergiftet sind, können wir uns auch weiter hier schön schnell bewegen. Gucken wir mal, ob sie immer noch sauer auf mich sind, die Nasen vom Waldjäger-Eid. Die bilden sich aber auch was ein, wer sie hier sind, ne? Dass sie sagen, oh, was fällt dir ein, aus unserem Eid auszutreten? Oh, oh, nein. Ich weiß, was ihr macht. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ich weiß, was ihr vorhabt. Nein, ich weiß, was ihr machen wollt. Nein, auf! Aus! Aus! Oh, oh. Nein, ich sterbe nicht durch so einen Moskito. Nein, 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 nein. Das, so haben wir nicht gewettet. Wir haben nicht gewettet, dass ich durch so einen scheiß Moskito sterbe hier. Sag mal, warum? 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 Warum habe ich hier so Probleme? Es ist Schandstadt. Ja, klar, ist okay. Schandstadt ist ein bisschen schwieriger. Aber warum habe ich hier so Probleme? Tell it to me. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one who's got problems in Blighttown. Oh, scheiße. Wenn ich anfange zu singen, ist es nie gut. So. Gucken wir nochmal, ob der gute Shiva sauer auf mich ist oder ob noch alles tutti-frutti ist mit ihnen. Weil ich habe 20.000 Seelen. Das heißt, ich kann bei ihm ein bisschen was einkaufen. Ja, 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 ja. Du bist mir jetzt mal vollkommen egal. Warum mache ich so wenig Schaden? Was ist hier los? Wahrscheinlich bin ich wirklich underleveled. Dabei bin ich schon Level 46. Also, ich bin wirklich eigentlich ganz gut gelevelt. Shiva, bist du sauer? Shiva, bist du sauer? Nö, du bist nicht sauer. Das finde ich gut, Shiva. Das ist geil, dass du nicht sauer bist. So, will noch jemand irgendwie was? Nein? Nein? Gut. Shiva, sei gegrüßt. There you are again. I've cowed my best picks from my last summoning. Have a look, will you? Es ist so interessant, dass der gute Shiva anscheinend durch die Gegend geht und sich rufen lässt von Leuten. Das finde ich sehr interessant. So, das Odachi haben wir schon. Das können wir. Ja, ich glaube, das reicht sogar. Für das, was ich holen will, reicht es sogar. Ja. Geil. Oh, als ob ich es geplant hätte. Nein, nein, nein. Noch die Clown? Ich glaube, die kriegen wir nicht. Und das Uchikatana. Als ob ich es geplant hätte. Shiva, cooler Typ. Right then. I see you in the forest. Ja, ja, wir sehen uns im Wald, mein Freund. Ich glaube, du bleibst hier unten. Ah, ich will dich eigentlich umbringen. Eigentlich will ich dich umbringen, Shiva. Aber ich glaube, ich bin nicht gerade stark genug. Okay, warte, wir gehen nochmal zum... Okay, wir gucken uns nochmal an. Nicht, dass ich doch irgendwie was... Ich gucke nochmal. Nicht, dass ich... Ja, 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 ich weiß.
Das Flamberge kriege ich von den Schlangenmenschen. Steingroßschwert habe ich schon. Dämonenmachete kriege ich von den ganzen Ziegendämonen in den Dämonenurin. Urinen. Den Dämonenruinen. Obwohl, es ist eigentlich relativ beschissen dort unten, also kann man sie auch Urinen nennen. Ich glaube, einen Schotel kriege ich vom guten Lautrec. Bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube ja. Die Dämonengroßaxt kann ich auch farmen. Da muss ich aber Glück haben. Da muss ich wirklich Glück haben. Und die Dämonensperr, den kann ich auch farmen. Kann ich alles farmen. Weißt du was, Shiva? Ich glaube, du musst dran glauben. Ich glaube, du musst dran glauben, Shiva. Ich glaube, du musst dran glauben. Aber vorher muss ich mir noch einen Schlachtplan zurechtlegen. Ich brauche die Waffe, die am meisten Schaden macht. Oder ich brauche eine Waffe, die auf jeden Fall sehr gut Schaden macht. Außerdem brauche ich eine andere Pyromantie, nämlich den Giftnebel. Und ich brauche... Genau. Mal Rüstung reparieren. Ah, ich muss nichts reparieren. Das bedeutet rein theoretisch, ich brauche... Das brauche ich nicht. Obwohl, am Ende des Tages lassen wir es mal. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ich brauche eine andere Waffe. Ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen mehr Schaden ist nie verkehrt. Wie wäre es mit... Ja, Feuerklemmer aus eigentlich hinzu. So ein Zweihänder, das haut dich gut auf den Boden. Eigentlich. Ah, es ist jetzt Midroll. Das ist schlecht. Gucken wir mal. Immer noch Midroll. Okay, das ist wirklich eine... Einfach nur eine schwere Waffe. Naja gut, dann müssen wir mit Midroll halt auskommen. Hilft ja nichts. Aber mit dem können wir ihn halt gut auf den Boden slammen. Ja, genau. Okay, Shiva. Wir probieren's. 10 Soft Humanity. Ach so, ja. Ganz vergessen. Ihr seid ja auch noch da. Ey, wirklich. Ohne Spaß. Zwei Schläge mit dem fucking Zweihänder. Das gibt's gar nicht. Okay, ein schwerer Schlag. Aber trotzdem. Es ist doch kacke. So. Aber ein guter Trick für... Bleibst du da hinten stehen? Dankeschön. Ein guter Trick für die ganze Geschichte ist, wie man mit Shiva und Co. hier ganz gut fertig wird, ist... Ja, ist die Tatsache, dass... Obwohl, ich bin ja bei den Waldjägern sowieso, habe ich ja eh alles. Ist mir scheißegal, ob ich beim Waldjäger Covenant bin. Egal. Eine gute Sache, um mit denen klar zu werden, ist, den Giftnebel zu machen. Rein theoretisch ist das eine gute... Rein theoretisch ist das eine gute Sache. Aber egal. Gut, dann hatte ich das falsche Erinnerung. Okay. Kommt mal her, ihr zwei Nasen. Du auch, Shiva. Jawohl. Was machst du? Okay, alles klar. Läuft. Oh oh. Vergiftet. Oh oh. Nein, Shiva. Aus. Leg dich hin. Poor fool. You weren't able to run far enough. Doch, kann ich. Yeah, danke schön. So, wo ist der andere Nasenbär? Ach, da! Ha! Okay, alles klar. Also ganz ehrlich, Dark Souls Remastered, das ist die beste Aktion, die du je gemacht hast. Wow! Wow, was war das für eine Aktion gerade? Was hat er gerade? Er hat es gerade teleportet. Ja, und genau deswegen will ich den Kollegen töten. Wegen deinem coolen Ring. Oh, oh, fuck you! Da wollte er mir gerade... Oh, 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 fuck, einen einschenken. Ja, der ist halt wirklich... Der ist halt wirklich schnell, der Kollege. Da muss man halt wirklich aufpassen. Das ist halt wirklich... Ja, jetzt bin ich dran. Tschüss. Westlicher Stahl gegen östlicher Stahl. Ich habe gewonnen. So, Menschlichkeit. Genau, die Sachen will ich alle haben. So, und rein theoretisch habe ich jetzt natürlich gesündigt, weil ich habe ja meine Clansmänner angegriffen. Aber das ist mir egal, weil das waren zwei Arschlöcher. Das waren zwei Arschlöcher. Die mussten so oder so sterben. So oder so mussten sie sterben. Und beim nächsten Playthrough, dann seht ihr dann, was passiert, wenn man die Chaosklinge hat. Glaube ich zumindest, weil dann greift Shiva einen generell an, sobald man die Chaosklinge hat. Aber das erst im nächsten Playthrough. Weil dann habe ich auch erst, also rein theoretisch kann ich auch in diesem Playthrough schon die Chaosklinge machen, aber das muss dann im New Game Plus kommen. So, ja, dann können wir ja wieder die Waffe wechseln. Jetzt könnte ich ja wieder schön mein Breitschwert nehmen. Dann auch das können wir ändern. Da können wir jetzt den dunklen Holzmaser, das gefällt mir nicht. Wir nehmen den Wolfsring. Der ist gut. Und dann, rein theoretisch, sind wir mit einem hier unten erstmal fertig.
werde dann sowieso wahrscheinlich zwischen den Teilen wieder nach Schandstadt zurückkehren, um hier zu farmen. Neben Seelen vor allen Dingen die Scherben zum Aufrüsten. Grüne Scherben sind ja immer wichtig. Die braucht man ja immer. Und vor allen Dingen auch große Scherben. Weil alle anderen Scherben kann ich bisher dann, also kleine Scherben kann ich kaufen beim guten André. Immer rollen, Philipp. Dankeschön. Kann ich ja beim guten André kaufen. Da brauche ich einfach nur Seelen für. Und ich kann sie generell auch farmen. Aber alles andere muss ich hier unten, also will ich lieber, also die großen Scherben will ich definitiv hier unten farmen. Also wir sind zwar jetzt dann eigentlich in Sands Festung, wo man dann auch die großen Scherben kaufen kann. Beim vom Mut abgefallenen Händler, wie er ja heißt, Crestfallen Merchant, das ist im Englischen, aber hey, Farmen ist manchmal besser als kaufen, weil beim Farmen kriegt man Seelen und das Zeug, was man will, und wenn man nur Seelen farmt und dann damit Upgrade-Items kauft, kann man wiederum nicht aufsteigen. Von daher ist das alles so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also ich farme lieber direkt für das Zeug, was ich haben will, und mit den Seelen, die ich während des Farmens kriege, kann ich dann wiederum wieder aufsteigen, was sehr, sehr gut ist. Quatsch, ich muss noch eins höher. Zum Beispiel hier, genau. Und dann sind wir, ist schon wieder alles tippitoppi, sag ich jetzt mal. Da haben wir ja fast alles geschafft. Das ist ja voll geil. Sobald wir in Anor Londo sind, ist sowieso alles cool. Das ist richtig gut. So, komm her. Nein, Kamera. So. Na, Aua. Aua. Ich will dich doch nur backstabben. Lass mich dich doch nur backstabben, mein Freund. Naja, gut, ich heil mich mal kurz. Backstab! Das ist mein Plan. Backstab! Das ist mein Plan. Okay, alles klar, dann kein Backstab. Du bist einfach tot. Tot, tot, töte am tötesten. Und wieder eklige Kacke eingesammelt. So, ihr könnt ja nicht vergiftet werden, ihr Nasen. Das ist sehr schade. Aber das ist mir egal. Denn ich habe meine dunklen Pflichten heute schon erfüllt. Ich habe heute schon den guten... Den Shiva habe ich heute schon umgebracht. Uff! Ja, 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 ja. Was habt ihr euch so gedacht, ihr Nasen? Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf euch. Leckt mich am Arsch. Ihr seid eh zu langsam. Nö. Nö. Ich bin heute nicht so auf Konfrontation aus. Nein, bin ich nicht. Ich bin heute eher auf, einfach nur Vorankommen aus. So. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir sind im Drachental. Das haben wir auch schon alles abgegrast. Das bedeutet, es bleibt wirklich nur noch Sands Festung. Also, rein theoretisch können wir jetzt schon nach Neu-Londo rein, aber ich glaube, nach Neu-Londo will ich noch nicht. Ich will... Nee, nach Neu-Londo will ich noch nicht. Also vor allen Dingen, weil ich noch nicht das Herrschergefäß habe, da bringt mir das gar nichts, nach Neu-Londo reinzugehen. Ja, genau, da bringt mir das noch gar nichts. Also, weil ich könnte jetzt das Siegel vom guten Ingvord, ja, kriege ich ja erst, zumindest freiwillig von ihm, wenn ich das Herrschergefäß habe. Ich könnte ihn umbringen und das Siegel so kriegen. Das ist auch eine Variante. Ich meine, ich habe auch den guten Shiva schon umgebracht. Aber hey, ich habe schon genug gesündigt in diesem Teil. Und ich will nicht noch mehr sündigen. Ja, ich will lieber ein bisschen weiter vorankommen, anstatt einfach nur sinnlos morden. Weil sinnlos morden, das ist zwar hier und da ganz nett, ne? Aber manchmal sagt man sich auch, ach, heute für heute genug sinnlos gemordet. Was habe ich jetzt gerade hier? Ach, Leuchtfeuer entzünden. Ach, es verhöhnt mich doch nur, dieses Leuchtfeuer. Es verhöhnt mich. So, Griggs, bei dir ist alles cool? Ja, es bleibt nur Sands Festung. Es bleibt nur Sands Festung, liebe Freunde. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich habe mir das fette Murakumo geholt. Vom guten... Ja, yeah, vom guten Shiva. Genau. Schneidet wie ein Katana, ist aber schwerer als eine Nata-Machete. Es bedarf großer Stärke, Geschicklichkeit und Ausdauer, um sie zu führen. Aber viel cooler ist eigentlich das Schild, was man vom guten Shiva bekommt. Denn das ist das schwerste der mittleren Schilder und es hat, glaube ich, auch die höchste Balance aller mittleren Schilder. Also die Haltung, glaube ich. Also und es sieht auch einfach relativ geil aus, wenn ich das mal sagen darf. Also ist einfach ein schönes, nettes, einfaches, rundes Eisenschild, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. So, ja, na dann, ja, Sands Festung. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis zum ersten Leuchtfeuer. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Obwohl, wir könnten natürlich auch... nee, ich traue es mir noch nicht zu. Ich traue es mir noch nicht zu. Vielleicht nach Sands Festung traue ich es mir zu, ins Asyl der Untoten zu gehen. Und noch dem
mir die erste Titanit-Scholle zu holen. In diesem Playthrough. Die ich ja brauche. Um eine Waffe auf plus 15 zu bringen. Was mir dann wiederum ein Achievement einbringt. So. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, so machen wir das. Ins Festung, wir kommen. Oder? Ja, ja, wir haben eigentlich alles. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. So, ihr seid alle tot. Ihr seid keine Gegner für mich. Du bleibst da schön stehen. Ja, überleg. Okay, du wolltest es nicht anders. Du wolltest es nicht anders. Du hast es für dich entschieden. Wisst ihr was? Was wir noch einmal machen? Wir fordern einfach mal unser Glück. Einfach mal, vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Und ich werde diesen Balder-Ritter da drüben umbringen. Und versuchen, sein Balder-Seitenschwert zu kriegen. Ich bringe ihn nur einmal um. Und versuche, sein Balder-Seitenschwert zu kriegen. Balder-Seitenschwert? Nein. Okay. Gut, dann probieren wir noch die anderen beiden Balder-Ritter in der Kirche. Und dann ist gut. Mehr brauche ich nicht. Ja, jetzt ist aber mal langsam gut hier. Lassen Sie mal das Schild da stecken. Dann bringen wir noch die anderen Balder-Ritter um und dann geht's nach Sins Festung. Weil so ein Balder-Seitenschwert, ja, wie es von Epic Name Bro immer bezeichnet wurde, das Balder Swag Sword, ist halt einfach schon geil. So ein Balder-Seitenschwert. Balder-Seitenschwert? Willst du dich heilen? Jojo, das dachte ich mir. Wird nicht geheilt. Balder-Seitenschwert? Balder-Gamaschen, schade. Einen Versuch haben wir noch. Einen Versuch haben wir noch. Hallo, junger Mann. Okay, dann halt nicht. Du hast kein Balder-Seitenschwert. Du hast noch eins. Na, nur Mensch. So, und dann ist aber gut. Dann habe ich genug mein Glück herausgefordert. Balder-Seitenschwert? Nein, gut, alles klar. Weil die Typen können das droppen. Also für die, die es immer sich fragen, ey, wann kriegt man das eigentlich? Muss ich dafür immer die zwei Typen in seine Festung machen? Ja, die lassen das eher fallen, aber auch die Typen lassen das fallen. In der Kirche der, im Bezirk der Untoten. Auch die lassen ihr Balder-Seitenschwert fallen. Aber leider waren es jetzt nur die Balder-Gamaschen. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. So, schauen wir noch kurz bei André rein. Mal gucken, was er so macht. Und außerdem werde ich wahrscheinlich mal meine Pyromantie wechseln. Aber erstmal noch, zack. Ach, das habe ich gar nicht. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Ich dachte, ich habe das schon auf plus 20 gebracht, das Leuchtfeuer. Ah, müssen wir es mal vielleicht auf plus 20 bringen? Ja, ich glaube, wir bringen es auf plus 20. Ist das schon plus 15 jetzt? Okay, jetzt ist es plus 15. Das bedeutet, wir bringen es jetzt auf plus 20. Weil ich will vor dem New Game Plus, also das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, will ich definitiv alle Leuchtfeuer im gesamten Spiel auf plus 20 gebracht haben. Weil das übernimmt man ja ins New Game Plus. Was ich sehr, sehr, sehr merkwürdig eigentlich finde, dass man das Spiel ja quasi abschließt, indem man den Zyklus so oder so halt einmal entweder ausklingen lässt oder eben neu startet, die ganze Welt neu startet, dass dann die Leuchtfeuer trotzdem auf plus 20 bleiben. Das ist sehr merkwürdig. Das ist wahrscheinlich eigentlich so einfach nur so ein Gameplay. So ein Gameplay-Ding. Das hat gar nichts mit der Welt irgendwie zu tun. Was wollte ich jetzt noch? Achso, meine Zauberei einstimmen. Ich brauche jetzt nochmal. Was brauche ich denn zum Beispiel? Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche eine Pyromantie. Ich habe eine Pyromantie-Flamme dabei. Hier meine Feuerkugel. Genau, so sieht's aus. So, rein theoretisch können wir nochmal ein bisschen Menschlichkeit uns einverleiben. Und zwar, ja, hier kommen neben der Doppelmenschlichkeit. Was soll der Geiz? Da haben wir wieder 10. Das Soft Cap für Soft Humanity ist 10. Danach erhöht sich nicht mehr die Beutehäufigkeit. Danach erhöhen sich nur noch die anderen Werte, die man so hat. Also, weil Soft Humanity erhöht ja passive Werte wie Resistenzen etc. pp. Aber die Beutehäufigkeit, ich glaube, die geht maximal bis 10 Soft Humanity. Danach erhöht sie sich nicht weiter. Ja, ja, du, kannst du mir jetzt mal was über Artorias verraten? Du weißt wirklich sehr wenig über den Finsterwurzgarten. Da hast du vollkommen recht, André. Kannst du mir irgendwas umwandeln eigentlich? Ich habe noch große Scherben. Ja, vielleicht wäre mal eine Plus-10-Waffe gar nicht mal so schlecht. Nee, eine krude Waffe will ich nicht. Aber so eine Plus-10-Waffe, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wisst ihr was? Wer noch gar nicht groß zum Einsatz kam, war die gute Lucy. Ja, die Lucy. Lucy. Lucy, komm her. Du wirst jetzt mal auf plus 10 gebracht. Wo bist du?
Pussy. Komm her. Ja, das machen wir. Schön auf plus 10. Die gute Lucy. Das ist doch mal eine gute Waffe jetzt. Das gefällt mir. André, gefällt dir das auch? Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Ja, ich möchte auch nicht zur Hülle werden, André. Ich möchte es auch nicht. So, dann würde ich einfach mal sagen, dann wechseln wir mal von meinem trusty Breitschwert, das ich sehr gut finde, ist eine sehr, sehr tolle Waffe, zu der guten Lucy. Also, der Luzern heißt sie im Englischen. Hier heißt sie Falkenschnabel im Deutschen. Aber im Englischen heißt sie Luzern, weshalb sie liebevoll Lucy genannt wird. Und dann würde ich sagen, wir haben noch eine Viertelstunde. Vielleicht schaffen wir es ja schon zum, auf jeden Fall, wir schaffen es noch nicht zum Schlüssel vom guten Logan. Also zum Gefängnis vom guten Logan. Aber wir schaffen es vielleicht schon zum ersten Leuchtfeuer. Gucken wir mal. Jungs und Mädels, kommt ihr her? Ey. Hallo. Ja, da könnt ihr mal schön hier eure... Und... Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. I didn't think that would be possible. Okay. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, dass die dem allen ausweichen. Und vor allen Dingen, dass sie... Ja! Dass er die dumme Sprungattacke macht. Hör auf! Hör auf! Oh, Lucy, du hilfst mir gerade gar nicht. Oh, oh. Fuck you. Egal. Ich habe genug Estus Flakone. Könnt ihr mal bitte euer Schlachtermesser gleich fallen lassen? Das wäre schön. Euer Schlangenmesser. Das wäre schön. Okay, der Einstieg war schon wieder scheiße. Am Ende bin ich wirklich einfach unterlevelt. Am Ende habe ich nicht darauf geachtet, was für ein Level ich hier haben sollte. Aber hey. Ich meine, Dark Souls Pro wie ich, wer muss denn da schon auf Level achten? Oh, wir könnten natürlich... Aber ich glaube, die sind schon wirklich noch zu hart für uns. Selbst mit der Lucy auf plus 10. Wir könnten natürlich auch nach unten gehen. Zu den Kollegen da. Das könnten wir auch machen. Aber, nee. Obwohl, wir könnten natürlich... Ah, ja, das sind alles Möglichkeiten. Die wir machen könnten. Will ich aber nicht. Gut, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Dann gehen wir durch Sens Festung. Eins der coolsten Gebiete im gesamten Spiel. Aber das sage ich, glaube ich, fast jedem Gebiet hier im Spiel. Sage ich, dass es ein cooles Gebiet ist. So, kommen Sie her, junger Mann. Jetzt bin ich dran. Ja, wenigstens ist der Schaden einigermaßen. Oh, oh. So. Lassen Sie bitte... Jawohl! Jawohl! So hat das zu sein. Eine geile Strength-Waffe, das Schlangenschwert, hat, ich glaube, A-Scaling mit bei Stärke sozusagen, weshalb man das definitiv sich behalten sollte. Definitiv. Und vielleicht habe ich ja auch jetzt Glück. Und der nächste Kollege hier, der lässt auch gleich schon seinen Flamberge für mich fallen. Oder die nächste Kollegin, Entschuldigung. Did you just assume my snake gender? Did you just assume my snake gender? Ups! Ich habe das mit dem Schlag ausgelöst? Krass, ich wusste nicht, dass man die Falle auch mit einem Schlag auslösen kann. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Weil ihr wisst ja, Sensfestung, das Haus der 1000 Fallen. Ne? Ah, große Scherben. Haben wir gleich die wieder bekommen, die wir gebraucht haben, um Lucy abzugraden. Sehr, sehr gut. Ach, wisst ihr, was wir machen? Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Wir reden mit dem guten Siegmeier. Ich habe ihn, glaube ich, bei dem letzten Mal fälschlicherweise Sieg Ward genannt. Und rein theoretisch, mal gucken, ob der noch drin ist, der Bug oder das Ding im Remaster. Rein theoretisch können wir jetzt schon die Wand kaputt machen und rein theoretisch schon zum guten Logan gehen. Aber erstmal du hier. Tadam. Kommst du wieder? Na, stehst du wieder auf? Ja, hallo, schönen guten Tag, junger Mann.
Bleiben Sie mal hier. Kann ich Sie nicht? Ja, da, danke schön. Jetzt habe ich mich gehofft. So. Bleiben wir nämlich hier stehen. Bis Sie wieder von was getroffen werden. Und los. Und los. Wo ist denn der? Los, getroffen werden. Wo? Hä? Warum kommt denn jetzt nicht mehr noch ein Ball? Also ein Kügelchen. Ich höre doch Kügelchen. Dankeschön. So macht man das nämlich. Das ist schön einfach. Ja, rein theoretisch? Ja, weißt du was? Rein theoretisch. Wie wäre es, wenn wir den Kollegen versuchen, dass er die Wand kaputt haut? Weil das kann der Kollege nämlich. Rein theoretisch, also zumindest, wenn der Bug noch drin ist. Nein, kommst du weg. Dazu muss er aber die schwere Attacke machen. So, dann muss ich mich hier hinstellen. Schwere Attacke. Schwere Attacke. Schwere Attacke. Guck mal, wie groß die eigentlich sind. Das sehe ich jetzt erst. Schwere Attacke, habe ich gesagt. Hier wurde so ein bisschen... Nein! Das ist die falsche. Nein, auch nicht. Die schwere. Nein, auch nicht. Fällst du jetzt gleich runter? Ich glaube, du fällst jetzt gleich runter. Jetzt! Jawohl! Die Attacke, die brauchte ich. Also, falls ihr das nicht wisst, aua. Falls ihr das nicht wisst, man kann die Kollegen, oder der Kollege hier, macht auch die Wand kaputt mit seiner schweren Attacke. Also, wenn er diesen Stich macht, da braucht man nicht das steinerne Kügelchen von da oben. Und rein theoretisch kommt man dann, rein theoretisch, schon zum guten Logan. Hallo Logan, sei gegrüßt. Aber erstmal, krieg ich das mit dem, ich hab den Generalschlüssel, oder? Rein theoretisch müsste ich das nämlich mit dem Generalschlüssel öffnen können, genau. Ich habe mir den Generalschlüssel ja gekauft. Sehr, sehr gut. Und rein theoretisch könnte ich dann auch schon Logan rauslassen aus seinem Gefängnis. Da bräuchte ich seinen Kerkerschlüssel gar nicht. Weil das sind einfache Schlösser hier an diesen Käfigen. Ja, das sind relativ einfache Schlösser. Aber erstmal reden wir mit dem guten Logan. Logan, sei gegrüßt. You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Ja, jetzt gibt's die verschiedensten Theorien, warum der gute Logan hier drin ist. Weil wenn er so ein mächtiger Zauberer ist, wie alle Welt sagt, und er ist ein mächtiger Zauberer, warum hat er sich dann von irgendwelchen komischen Schlangen gefangen lassen? Ja, gefangen nehmen lassen und hat sich hier einsperren lassen. Ich glaube, das war nicht sein Plan. Sein Plan war wirklich, also viele behaupten, es war sein Plan, dass er nach Sens Festung ist, sich von den Schlangenmenschen hat festnehmen lassen und sich einsperren lassen, in der Hoffnung, dass sie ihn irgendwann in die Archive des Herzogs bringen, wo ja die ganzen Bücher sind und der gute Logan ist ja ein Bücherwurm, der nach Wissen strebt. Also hat er gesagt, warum mich durch Sens Festung durchkämpfen, dann Anor Londo und dann die Archive des Herzogs, warum nicht den schnellen Weg wählen? Ja, aber anscheinend haben sie ihn ja eingesperrt und dann schlicht und ergreifend hier vergessen. Nehme ich zumindest mal an, dass es so der Fall ist. Und deshalb ist er ein bisschen sauer und hat gesagt, ey, hier verrotten will ich auch nicht, obwohl er ja untot ist. Lass mich mal raus, ich krieg das schon irgendwie hin, in die Archive des Herzogs zu kommen. Logan, ich probier's mal. Ich weiß gar nicht, ob der Generalschlüssel schon passt. Ja, geht. Cool, Logan, dann sehen wir uns dann im Feuerbandschrein, würde ich einfach mal sagen. Oh, heavens, thank you, I'm saved. And I'd love to resume my travels, but I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Firelink Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Ja, mache ich auch. Und ich weiß auch, dass sich einer dort ganz doll freuen wird, dich zu sehen. Ich kenne da so einen, nennt sich Griggs. Kennst du den? Und jetzt müsste Logan reagieren. Oh, scheiße, nicht der schon wieder. Wie so ein Fanboy, der mir hinterherreist. Wie so ein Paparazzi. Egal, Logan, du machst dich im Feuerbeinschrein auf, weil du musst noch ein Protokoll anfertigen. Von was auch immer er ein Protokoll anfertigen muss, wird wohl immer für immer sein Geheimnis bleiben. Von daher. Logan, alles cool sonst? Oh, hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll be along later. Whoa, I'll be just fine, young one. Ja, bloß ich muss dich wegschicken, weil wir bei From Software nicht animiert haben, dass Leute weggehen können.
Deshalb bleibe ich hier stehen. Und wenn du wiederkommst, bin ich weg. Hab ich mich. Das haben sie ja zumindest in Dark Souls 3 ein bisschen besser gelöst mit den Wegteleportieren. Finde ich in bestimmten Situationen auch merkwürdig. Aber hey. Immerhin besser als einfach nur, ja, geh schon mal voraus, ich setz mich doch mal kurz. Du hast mich zwar gerade aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet und eigentlich kann ich nicht schnell genug abwarten, hier rauszukommen, aber nein, geh schon mal voraus. Das sind Videospiele. Ja. So, Logan befreit. Coole Aktion. Normalerweise dauert das ja ein bisschen länger, weil man muss erst den Schlüssel sich holen und dann muss man erst den Ball umlenken, also die Sache hier umlenken, sozusagen, die Felsblöcke, sozusagen, ups, das war ein bisschen knapp, damit dann quasi nichts passiert, aber hey, warum lebt ihr noch? Warum lebt ihr noch? Das will mir gerade nicht in den Kopf. Okay, ich warte mal ganz kurz. Warum lebt ihr noch? Nee. Warum lebt ihr noch? Das ergibt gar keinen Sinn für mich, wenn man mich fragt. Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Normalerweise sind die immer tot. Naja gut, vielleicht sind sie jetzt ja tot. Seid ihr jetzt tot? Einer ist tot. Gut. Warum? Normalerweise... So, Doppelattacke hier. Normalerweise seid ihr doch immer tot. Weil der gute Siegmeier die eigentlich umbringt. Also zumindest vermutet man das, weil meistens liegen die dann tot irgendwo in der Ecke. Wir müssen schnell sein, schnell sein, schnell sein. Schnell sein, schnell sein, schnell sein. Und so. Schnell, schnell, schnell. Jetzt müssen wir... Oh, ach ja, stimmt. Du kamst ja auch hierher. Lass mal deinen Flamberge fallen. Lass Flamberge fallen. Flamberge? Ach, das ist sehr selten, dass sie das droppen. Aber sie droppen es, auf jeden Fall. Und man sieht, das sind die Damen. Vier Hände haben sie. Der gute Sief hat ordentlich experimentiert. Vierärmige Schlangenmenschen. Es geht nicht besser, wenn man mich fragt. So, dann holen wir uns die sinnloseste Waffe. Ach nee, Quatsch, die sinnloseste Waffe gibt es woanders. Den Hardstyle-Ring, einen sehr guten Ring, den holen wir uns hier. Den können wir uns auch gleich mal anlegen, weil ich glaube wirklich, dass ich ein bisschen unterlevelt bin. Also, ich glaube immer, dass ich unterlevelt bin. Man kann nie hochlevelig genug sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber, nee, der Hardstyle-Ring ist schon fein. So, und rein theoretisch... Jawohl. Und uns hier noch... Ach, hier kriegen wir das Schotel. Alles klar. Ein Glück, dass ich es nicht gekauft habe vom guten Shiva. Ein Glück, hätte ich nur Geld verschwendet. So, zu guter Letzt werden wir noch mit dem guten Siegwart hier reden. Siegmeier, so heißt er. Der hier sitzt ganz schön abenteuerlich. Also, ich meine, er hat einen hohen Schwerpunkt, dass der nicht nach vorne fällt und einfach ins Loch fällt. Was ist mit dir los, Siegmeier? Warum suchst du dir so einen Ort aus, um zu sitzen? Oho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Ja, was sind die guten Neuigkeiten? Jemand hat das Tor aufgemacht, das weiß ich. Das weiß ich, Siegmeier. Ich weiß das. Und wo ist dein Schnäuzer? Ich will deinen Schnäuzer sehen. Ich kann den Schnäuzer nicht sehen. Schade, schade, schade. Einen anderen. In anderen Situationen sieht man sein Gesicht und der hat ja so einen Schnäuzer, der gute Siegmeier. Total cool. Was sind die guten Neuigkeiten? Ah, so you see my sight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Was sind denn jetzt die guten Neuigkeiten? Die guten Neuigkeiten sind, dass du feststeckst. Das sind doch keine guten Neuigkeiten, Siegmeier. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Ich hab das schon mal geklärt, ne? Ich mag Siegmeier als Charakter sehr, weil er ein sehr vielschichtiger Charakter ist. Denn Siegmeier ist eigentlich jemand, der von sich selbst denkt, dass er der größte und beste Abenteurer ist. Ja? Und dann kommt er an Hindernisse, die eigentlich für einen Abenteurer, wie wir ja auch einer sind, relativ einfach zu meistern sein sollten. Zumindest, dass man dann sagt, okay, ich versuche, irgendeinen Weg zu finden. Aber Siegmeier gibt dann sofort auf und andere lösen seine Probleme für ihn. Was ja nicht gerade für einen großen Abenteurer spricht. Und genau das ist am Ende des Tages auch der Grund, warum der gute Siegmeier, zumindest wenn man die Questline in die eine Richtung führt, eben so tragisch endet.
Weil wir dem guten Siegmeier all seine Abenteurer-Möglichkeiten sozusagen nehmen. Ja? Wir denken, wir lösen alle seine Probleme für ihn, ehe er sich entscheiden kann, was er jetzt nun wirklich macht. Auf der anderen Seite ist er ja auch so zögerlich und sucht die ganze Zeit nach Ausreden. So nach dem Motto, ah, ich bin viel zu füllig. Anstatt dass er mal die Rüstung vielleicht mal ablegt oder so und mal ein bisschen schneller rennt, nee, er sagt einfach, dann ergibt sich vielleicht wieder was. Ja, dann ergibt sich halt wieder was. Ja, lieber Siegmeier, es wird sich was ergeben, denn ich werde diese Sache mal in die Hand nehmen. Ja, in beide Hände, um genau zu sein. Aber du bist dann rein theoretisch nicht der große Abenteurer und Ritter, der du denkst, der du bist. Aber hey, egal, ich lasse dich mal in dem Glauben. Bis zum Ende. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Okay, Siegmeier, dann bleib halt hier stehen. Wir bleiben hier auch stehen, denn ich mache hier beim nächsten Mal weiter. Bis zum Leuchtfeuer haben wir es nicht mehr geschafft, aber wir haben schon Logan befreit. Von daher gar nicht mal so verkehrt, wenn ich das mal sagen darf. Dann würde ich einfach vorschlagen, ihr schreibt entweder in die Kommentare, was euch gefallen hat an diesem Video. Lore-Theorien, was auch immer. Auch ihr könnt euch wieder auch über mich lustig machen. Ja, könnt ihr immer gerne machen oder mir Ratschläge geben. Ihr könnt ja die Kritik als Ratschlag verpacken. Könnt ihr ja gerne machen. Ansonsten, über Likes freue ich mich natürlich auch. Und falls ihr noch nicht habt, auch über ein Abo. Wir sehen uns in den nächsten Videos dann wieder hier mit Dark Souls Remastered, Insens Festung. Es geht weiter. Bis dahin. Tschüss und macht's gut.